Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, schlichen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit unserer Edenautenmut hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Direkt die Info jetzt ganz am Anfang, ja. Ab sofort gibt's jeden Tag eine Folge unserer Edenautenmut hier. Ich habe ja mit der Warzog aufgehört, weil es mir einfach zu viel wurde mit den Soundbugs und allem und der Leckerei. Einfach furchtbar. Deswegen jeden Tag hier eine Folge. Also freudig, ne? Freudig, freudig, freudig. Freudig, freudig. So. Ich habe mal wieder nichts weggeräumt, deswegen machen wir das zusammen hier jetzt. Wir kennen es. Der Typ, ey, ne? Das ist eine Pfeife, der Typ. Unglaublich. Und vor allem hat er schon wieder Frösche im Hals. So, ich hoffe, der ist jetzt weg. Wenn nicht, rappelt's im Karton. Ja. Letzte Horde war ja mehr Gähn als Juhu, ne? Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir zwei, dreimal im Wasteland im Militärposten da gestorben sind. Passiert! Passiert. So. Lass mal gucken. Waffen und Munition ist hier. Das heißt, der kommt dahin. Das ist 7.62er, die ist 9mm, die ist 9mm, das ist 7.62, du kommst wieder hier hin. Habe ich sonst irgendwas, was da hinkommt oder muss oder kann oder täten, tut Taten? Die kann ich lernen, die kann ich auch lernen. So, Waffen und Munition, nein. Parts sind hier unten, rein da. Mods da. Oder können wir gucken? Ja, können wir noch nicht nehmen, weil wir haben ja nur Einser-Sachen. Trinken können wir. Das kommt nicht in die erste Hilfe. Das kommt zum Händler. Sehr gut. So, gibst du mir mal den. Jawohl. Ach, ist das schön. 69 haben wir. 69. Ich wollte ja hier noch irgendwie so ein Geländer hinmachen. Ne? Die Frage ist, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ach, die Bienen sind schon wieder fertig. Nice. Nice, nice, nice. Müssen wir gucken, wie wir das machen. So, weil wir brauchen Pfosten. Der dann so auf der Ecke ist er. Das ist gut. Der könnte dann hier hin. Der könnte hier hin. Der kann dann hier neben. Da kann er hin, hier kann er hin. Dann hätten wir das so. Wo das drauf kann, ne? Zwei hoch. Ja. So um den Dreh. Machen wir mal zwei hoch. Hier. Ja. Dankeschön. Zwei hoch. Und dann muss hier natürlich wieder, ne? Zaun vor. Welchen haben wir da? Können wir da die nehmen? Stäbe? Könnten wir die so als Geländer nehmen? Gibt's da nicht was anderes? Gibt's da nicht noch was anderes? Fenster? Nein. Zierleisten? Nein. Schade. Laufstege brauchen wir auch nicht. Das hier ist... Das ist alles Laufsteg. Ich will keinen Laufsteg da haben als Geländer für einen Zaun. Weiß nicht, die Stäbe, die sind schon in Ordnung, ne? Aber halt so, Kann man die hier als Dingens nehmen? Ne, da ist Luft zwischen. Wenn die sich verbinden würden, wäre das gar nicht mal so verkehrt, aber so nein. So, du merkst schon, heute wieder ein klein bisschen bauen, weil ich will immer so ein klein bisschen vorankommen. Sonst ja, wird das nie was. So einen können wir dann schon nehmen, um gleich hier eine Halterung zu machen. Müssen wir dann gucken. Ob wir den 2 oder 3 hoch machen, weiß ich noch nicht. Aber da werden wir wahrscheinlich heute eh noch nicht hinkommen. So, ne, hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts. Das sind alles nur Kugeln. Die brauchen wir nicht. So, das ist wieder das Zeug. Ne, was ist das denn hier? Doppelplatte. Hier haben wir nur quadratisch. Das ist der Spalier. Guck mal hier, den Zaun. Lattenzaun, so hier hin. Wenn ich den hier hin mache, kann ich den dann auch hier hin machen.
Ja, ist gekauft, ne? Ist gekauft. Ich will ihn halt hier gegen machen, so. So. Und hier darf ich den nicht hinmachen. Ah, da müssen wir das Bienending noch wegmachen. Schade. Ist dann immer so dagegen, ne? Das muss man jetzt genau treffen. So, dann hier noch. Jawohl. Hier müsste es sogar vorpassen. So hin und so hin. Ja, geht doch. Haben wir ein Stück Veranda fertig hier. So, die Frage ist, wie machen wir das hier, ne? Oh nein, raus aus meinem Haus hier. Sie haben hier nichts zu suchen. Weg. Ich glaube, es hackt. Privatgrundstück. Aha. Pickele haben wir auch eingesammelt. Sehr gut. Gut, dass wir den eingesammelt haben. Weißt du, was wir jetzt machen? Butcher-Table. So, den habe ich nämlich schon wieder vergessen, ne? Vergesst den jedes Mal. Butcher-Table. 25 Eisen und Nägel brauchen wir dafür. 84 Eisen drin. Im Bergbau nichts, ne? 284, okay. So, hier in der Werkbank. 39, interessant. Dann können wir das ja doch machen. Ich dachte, wir hätten hier ja nichts drin. Aber so geht das natürlich. Nur kein Holz haben wir. Aber ja, kein Holz. Nix hier. Da habe ich das alles hingeschmissen. Gucket dir an, do. Gucket dir an, do. So, haben wir hier noch Nägel. Butcher Table verfolgen, 35 Nägel. Da haben wir. Sehr gut. Ja, damit bauen wir den Butcher Table. Bauen wir den Butcher Table. Ja, damit. Der ist sogar auch in 2 Sekunden fertig. So lobe ich mir das. Und zack, Level up. 3000 Steine. Holy moly. Kann dann schön hier nebengestellt werden, so. Perfekt. So. Was muss hier rein? Nix. Wo sind die Hühnchen? Essen? So, das sind Bienen. Hier, 5 Hühnchen. Gib's doch mal her. Raw Chicken. Zack, zack. 4 Stück. Nehmen wir 40 Stück. Leute, wir haben kein Problem mehr mit Essen. Wir haben kein Problem mehr mit Essen. So, tut mir leid, Hühnchen, aber Chicken Nuggets sind lecker. Vor allem mit Süß-Sauersoße. So. Das kann wieder weg hier. Werkbank, rein da. Zack, weg. Holz kann hier rein. Weg damit. Oder auch nicht. Bitteschön. Honig kommt hier rein. 15 Stück schon. Oho. Da, Boxy Boxy. Haben wir eine Quest. Stufe 3, säubern. Mach mal an. Der erste Kommentar heute kommt vom Markus. Der schreibt folgendes, und zwar schreibt er, ich mache das Ganze mal etwas größer, schreibt er. Hallo Edel, wieder eine tolle Folge. Ich dachte zuerst, oh nein, nicht wieder ein Stummfilm, aber es ging ja dann doch wieder mit Ton. Ich erinnere mich an einen Bericht aus den 70er Jahren, wo ein Verkäufer beim Sommerschlussverkauf die Tür vom Geschäft, Hertie oder Karstadt, aufschloss und beiseite springen musste, damit ihn die Kunden nicht überrannten. Im Geschäft stürzten sich die Kunden über die Ware auf die Tische, als wenn es keinen Morgen geben würde. Da denkst du dir beim Zugucken, oh Mann, wie bescheuert doch Menschen sein können. Ich wünsche dir und deinen Lieben noch ein schönes und entspanntes Wochenende. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Okay, welches Vieh hat da gerade gebollert? Ich hab's genau gehört. Hat sich nach dem Hund angehört. Hundehorde. Gucken wir mal. Sehe ich hier irgendwo wen? Nein. Und zum Sound. Yo. Ah, guck, da stehen sie. Wieder Hundehorde. Oder endlich mal Hundehorde. Erste. Ja, waren wieder die erste 3 Minuten 30 Sound weg, ne? Ich bin am Testen mit einem neuen Aufnahmeprogramm. Und ansonsten kann ich nur sagen, habe ich eben in Sunkenland schon erzählt, die Adobe Cloud ist ein bisschen dumm. Vielleicht liegt es daran auch. Ich habe die ganze Zeit hier meine Videos und alles, was ihr jetzt seht, seitdem ich das benutze, rendere ich das mit Premiere 22. Ja. Also Version 22. Ich dachte immer, Adobe Cloud tut automatisch updaten, ja, aber habe ich nie drauf geachtet, weißt du.
Wenn man jetzt mal genauer guckt, ja, es gibt Adobe 22, 23, 24, 25. Du kannst alle benutzen. Und mein Shortcut auf dem Desktop, der war natürlich für 22, ja. Jetzt habe ich dann mal 25 genommen. Sieht ein bisschen anders aus und siehe da, die Folge, die ich gestern damit gerendert habe, die hatte auch keine Soundprobleme. Vielleicht liegt es ja daran. Wer weiß. Müssen wir mal ausprobieren. Ich bin aber auch mit DaVinci Resolve dran, zwischendurch ein bisschen zu üben und alles, dass das auch ordentlich wird. Und wenn es mir dann zu bunt wird, kann ich einfach ohne groß mich umgewöhnen zu müssen, halt auf das andere Programm wechseln. Aber schauen wir jetzt erstmal, wie es wird. So. Ihr wisst ja, wer nichts wird, wird Wirt. Wer gar nichts wird, wird Gast wird. Ne? Um es ganz frech zu sagen. Tor zu. Na. So, die ist hier drin. Das haben wir auch noch nicht umgeräumt. Wie machen wir das? Jetzt müssen wir erstmal da hinten hin. So, hier ist alles, jawohl, da haben wir Platz. So, ihr könnt hier hin, ihr könnt hier hin. Wir müssen unbedingt mal eine vernünftige Schrotze finden hier. Mal gucken. Schrotflinte, abgesägte Bauplan, bla bla bla, selbstgebaute. Würde schon 5 gehen. Hier fehlen die Rohstoffe. Aber wenn, dann baue ich mir direkt eine richtige. Die heißt ja dann nicht mehr Schrotflinte, sondern Pumpgun, ne? Auch mal gucken. Gucken wir einfach bei den Fertigkeiten hier. So, Schrotflinten 27. Eine Dönerbüchse auf 1 könnten wir schon machen. Die gute alte Dönerbüchse. Was können wir denn damit machen? Da müsste ich ja auch hier gucken bei der Fertigung nach Dönerbüchse, oder? Lass mal gucken. Döner. Tatsache, Dönerbüchse. Automatische Dönerbüchse. 40 Stahl haben wir den denn? Boah, das ist natürlich eine Menge. Das ist eine Menge. Ich glaube nicht, dass wir den haben. 38 haben wir. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. So, Stufe 3 säubern bei uns hier geht ja. Das ist jetzt nicht so viel. Ich weiß, wir haben Hunger, aber... Wird schon. Ed wird schon. Volker schreibt, Glück auf Edo und Edenauten. Am Anfang wieder sprachlos. Super Folge und danke für deine Zeit und Mühe. Schönes Wochenende gewünscht. Wünsche ich dir und euch allen auch. Erholt euch noch gut an diesem wunderschönen Sonntag. Morgen geht schon wieder der Ernst des Lebens los. Bäh. So, und ich hoffe, ich habe es jetzt endlich in den Griff bekommen hier mit dem scheiß Sound. Na, da war wer. Gar nicht gesehen. So, dass das nicht ständig Sound da, Sound weg. Sound da, Sound weg. Ne? Das nervt dann doch ein bisschen. Geringfügig. Wo ist eigentlich meine... Da ist die Range. Wollte gerade sagen, wo ist die hin? So, wie weit sind wir da? Fertigkeiten. Altstoffsammlung ist 2 von 5. Wir haben 2 Punkte. Präzisionsschütze wollten wir auch noch machen, ne? Oder lieber hier ein bisschen weiter. Aber Blade Master ist auf 2 von 5. Was? Zombie mit. Aha. Machen wir das mal weiter. 80% mehr Schaden. Ja, das ist gut. Nachher 200%. Dann werden wir wieder alles wegschnaddeln. Gucken wir mal, wie das hier so geht. Gib mir das Öl und den Lappen. Ich poliere dir deine Wappen. So. Weg ist das Auto. Oh, es ist wieder da. Aber einmal reicht. Säubere das Gebiet. Huk. The Brute war das. The Brute. Brute tut gut. Und wer ist das? Der David. Dankeschön. Oh. Kann man gleich auch noch holen gehen. Oh nein. Hundetransportbox. Ihr wisst, was das heißt. Wo ist der Köter? Pinsel. Ein Pinsel. So. Dankeschön.
Türe zu. Sehr gut. Sehr gut. Limetten! Ein bisschen runterscrollen für den nächsten Kommentar. Der ist auch wieder etwas länger. Mit mir anzeigen. Liegt aber auch daran, dass ich gerade ein bisschen reingezoomt habe, weil ich zu faul bin, hier meine Augen zusammenzukneifen, um zu lesen. Natürlich! Natürlich, Lamberklaus. Packelt hier. Fliegen heute aber ganz schön tief, kann das sein? Er ist wieder Dolly. Junge, Junge, Junge. So. Dankeschön. Zu essen haben wir hier leider nichts, ne? So ein Gammel-Sandwich, das will ich aber nicht. Ich habe keine Lust auf Durchfall. Wir müssen jetzt endlich mal was anbauen hier. Haben wir eigentlich schon Leben vom Land und so? Wahrscheinlich nicht, ne? Vom Land leben 0. Chefkoch 0. Perfekt. Also was ich jetzt mache hier. So, auf Karte, Charakter, Fertigkeiten. So, vom Land leben. Das nächste, was kommt, geht nur nicht, weil wir Standhaftigkeit brauchen. Der ist natürlich doof. Mal gucken. Schön viel Stoff hier. Der gute Stoff. Das Haus ist auch schön. Gut, danke. Bringt dir halt nur nichts mehr in der Zombie-Apokalypse. So. Da noch was. Da Flaschen. Den können wir mitnehmen hier. Machen wir das mal wieder richtig leer. Sehr schön, sehr schön. Oh, Klavier. Genau das Richtige für mich. Kann ja so gut Klavier spielen. So. Ruhe. So. Sehr schön. Schön. Das ist leer. Na komm. Weg mit Brute. Dominik und der Hungerhaken. So. Zwei. Können wir weiter sammeln. Paprika. Ein Arbeitszimmer zu sein hier. Ja, damit. Ach, wie schön. So, hier mit sammeln geht schneller. Gibt's hier eigentlich einen Keller? Nein, nur ein Safe. Den nehme ich aber auch, kein Problem. So, Fenrir schreibt, moin moin, letztens interessante Erfahrungen gemacht, Spiel angehalten, aber völlig abgebrochen, zwangsweise, am nächsten Tag an derselben Stelle wieder da, nur Motorrad weg. Nacht auf einem Dach verbracht, mit vielen Freunden unten, alle gesnipert, dann die 1000 Meter nach Hause getapert, neues Motorrad gemacht und heute fand ich mein Motorrad wieder, die 1000 Meter südlicher von meiner Startposition oder wie man im Boden versinkt. Und dann plötzlich wieder oben. Das hatte ich auch schon. Das ist einfach wie so Treibsand. Weg bis auf den Bedrock und auf einmal boop, stand's wieder da, so 3 Tage später. Passiert. Scheint irgendein Bug zu sein. Aber nichts Weltbewegendes oder Schlimmes. Zur Not, wenn es ganz weg ist, kann ich euch nur empfehlen, euch ein neues aus dem Kreativ zu holen oder halt selber zu bauen. Ne? Mir ist das damals auch in einem LP passiert und da habe ich halt ganz offen und ehrlich gesagt, das sehe ich nicht ein, mir ein neues zu bauen. Ich nehme jetzt eins aus dem Kreativ. Ehrlich. Ich glaube, wann war das? Alpha 17 oder so? Irgendwie so um den Dreh. Da, 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 da.
Oh, hallo. So, können wir unsere Elektroteile wieder ein bisschen auffrischen hier. Oh, Oliven, ey. Bleh. Ich hasse Oliven. Widerlich, kriege ich Würgereiz. Mag ich überhaupt nicht. Aber okay. Wer sie mag, kann sie gerne haben. Wasser minus 15 ist nicht gut. Das nehme ich mal. Dankeschön. Dankeschön. So, machen wir die Küche leer. Ist hier noch wer? Nein, da waren wir gerade eben. Fernseher hier. Warum das? Weil Pflanzen braucht kein Mensch. Ja, genau. Im Schrank. Und direkt wieder zu. Das können wir essen. Die Red Peppers können wir essen. So, was hier unten drin? Kohle. Jetzt zerlegen wir das alles. Nehmen das mit. Gibt EP und Items. Dann schauen wir, wo der Rest oben ist. Die Etage hier haben wir jetzt durch. Das heißt, wir müssen wieder an dem blöden Seil da hochklettern. Die Lampe kann mal da stehen bleiben, das ist mir egal. Die stört mich. So, den hier noch. Da haben wir eigentlich schon zwei Stahlbarren gefunden, dann hätten wir 40 für die bessere Knarre. Wobei es eigentlich Verschwendung ist. Haben wir eh noch nicht. 40 Stahlbarren für eine 1er Pumpgun, die du eigentlich recht leicht findest. Ich glaube, da warten wir lieber noch ein bisschen. So, und wie gesagt, wir müssen unbedingt gucken, wo und wie wir jetzt unsere Hordenbase bauen. Da ist nix, alles weg. Voilà, guck mal, hier ist auch noch die Treppe. Hier sollte man ja eigentlich nicht lang, ne? Geh ich mal von aus. Ich gehe trotzdem hier lang. Kann ich mich wieder beschweren? Ah ja, alles klar. Da geht's nach ganz oben. Ja auch. Gucken wir erstmal hier. Hallo. Ach, guck mal. Wen haben wir denn da? So, kann ich mich selber köpfen hier. Weg mit der Rübe. Oh. Hundi. Orangensaft mit Milch. Haha, mach mal. Freut sich der Magen. Da freut sich der Magen. Da. Kann er nicht verzagen, da freut sich der Magen. Weg damit. Aha, scheint ein großes Haus zu sein hier. Scheint ein sehr großes Haus zu sein. Huguk. Schön, wenn die so doof sind. So, ich frage mich echt, ob die Funpimps das nicht mit einprogrammiert haben, dass es jede Menge Leute so wie mich gibt, die nicht den vorgeschriebenen Weg nehmen, sondern sich einfach irgendwo durchschauen oder andersrum da reingehen. Ihr seht's ja. Wenn du jetzt hier durch die Türe reinkommst, direkt wieder wird die getriggert und fängt an, auf dich zuzulaufen. Komm ich von hinten, steht sie nur rum und macht gar nichts. Kannst du einfach wegklatschen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber ganz ehrlich, wenn die Zombies so blöd sind, beziehungsweise, ne, man kennt die Menschen, sie sind faul, das muss ich mit bedenken. Und dann muss ich das irgendwie anders programmieren. Oder halt die Gebäude so bauen, dass du, guck, ich wäre hier reingekommen. Dass du den vorgeschriebenen Weg gehen musst. Ne? Natürlich. Bleibst du in einer Blume hängen. Ha! Stahl. Super. So, können wir die Pumpkun bauen. So, den haben wir. Da ist noch ein Fernseher, der auf dem Boden liegt. Gib her. Dankeschön.
Hier auch. Haben schon wieder 16 Stück. Ach, ist das schön. Ja, mit dem Zeug. Ja, mit dem Zeug. So, oh, da ist noch ein Fernseher. Wieso sind denn hier zwei Fernseher? Aha. Wer ist hier? Hier muss ja irgendwer sein. 9 von 12. Wir haben noch ein paar. Dankeschön. 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 Essen müssen wir ganz dringend was. Minus 82 schon wieder. Das ist der helle Wahnsinn. Was der frisst. Echt. Unglaublich. Unglaublich. So, das Zeug hier. Ich scroll mal runter, können wir gleich den nächsten Kommentar lesen vom Dave. Er schreibt, ich habe einen Monat Kanalmitgliedschaft erhalten. Vielen Dank an den edlen Spender. Ja, immer gern. So, war nicht von mir, war von einem anderen Zuschauer während des Streams. Wird immer random ausgewählt. Wenn ihr eine bekommt, freut euch. Wenn ihr die nicht selber verlängern wollt, braucht ihr keine Angst haben. Die laufen automatisch aus, ja, und dann bezahlt ihr nicht weiter. So, wenn ihr die verlängern wollt, könnt ihr das tun. Dann müsst ihr das selber bei euch in den Einstellungen machen. Wenn ihr das tut, denkt dran, dann wird es zu einem automatischen Abonnement. Das heißt, dann bucht er automatisch jeden Monat, ich glaube, 3,99 sind es ja ab. So, aber wenn ihr die geschenkt bekommen habt und vorher noch kein Abo hattet, dann läuft die automatisch aus und ihr müsst nichts tun. Dankeschön. Her damit, her damit. Aber gut leer geräumt das Haus hier jetzt. Dauert auch wieder den ganzen Tag. Wir haben schon wieder 16 Uhr. Ah, unglaublich. Unglaublich. Und viel los ist hier ja auch nicht, ne? Ach, guck mal, der Klatti-Boy. Der hat was geschrieben dazu. Zum Programm, ne? Da habe ich ihn nämlich auch geantwortet und jetzt sehe ich gerade, das kommt davon, wenn man mit Wurstfingern auf dem Handy schreibt, ne? Pass auf. So, Klattiboy schreibt, also ich habe zum Schneiden und Hochladen von Videos immer Shortcut benutzt, ist kostenlos und noch nie Probleme gehabt. Vielleicht wäre das eine alte interessante Lösung für dich. Trotzdem eine sehr gute Folge, wie immer, viel Unterhaltung, schönes Wochenende an alle. Erstmal dir auch ein schönes Wochenende gewünscht und dann habe ich ihm geantwortet, ich schaue mir im Moment DaVinci Resolve an, als Alternative an. Aber ich setze es mal auf meine Liste. Ne? Jo, kann ich euch nur auch empfehlen. DaVinci Resolve ist natürlich, kann man mit Shortcut nicht vergleichen. Ist wirklich ein richtig, richtig geiles Programm, muss ich sagen. Sehr, sehr umfangreich. Selbst die Gratis-Version. Da gibt es eine Gratis-Version und man kann das ganze Teil dann auch noch, ich glaube, auf die Professional- oder Enterprise-Version, irgendwie so heißt es, upgraden. Dann hat man halt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was Transitions und Color Correction und was weiß ich angeht, ja. So, aber wenn man kein absoluter Profi ist, braucht man den ganzen Käse nicht. So, um das mal so zu sagen, ja. Deswegen reicht die Gratis-Version auch. Ich komme hier nicht hoch. Ist ein richtig geiles Programm. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigen wollt. Kostet auch keinen Cent. Könnt ihr einfach so runterladen, die Gratis-Version. Hallo? Ist hier jemand? Garantiert ist hier jemand. Der ist groß, das wäre auch eine geile Basis hier. So, seien die schon alle runtergefallen? Der Hund muss ja noch irgendwo sein. Hallo? Komm schon, steht ihr auf dem Dach? Steht ihr hier drüber? Lust drauf. So blöd. Geh da drüben hin. Müssen doch irgendwo hier sein. Es müssen doch Zombies hier sein. Sag mir mal wo. Ah, da.
Weg damit. Eines muss man sagen. Haben sie richtig gut versteckt. Du hast nicht einen gesehen und auf einmal bricht die Hölle los hier. Ah, da kommt noch einer. Noch einer? Komm her, Greybeard. So, fertig. Ah, der Geier gehört gar nicht dazu. Weg damit. Federn! Waren die alle hier hinter versteckt, ne? So, ja, die haben alle hier gesessen, gelegen und was weiß ich. So. Sehr gut. Das lassen wir mal brennen. Könnte man das eigentlich wegmachen? Ich frage mich ja, wie das immer noch brennen kann, ne? Ich weiß nicht, wie lange jetzt schon hier Apokalypse ist, aber wenn die 10 Jahre ist oder so, da kommt kein Gas mehr raus, ne? So, Sekunde mal. Nase juckt. So, weiter geht's. Hier. Oh, sogar Radio Station drauf. Aha. Oh, ein fetter Burger. Geil. Tofu-Burger. Tofu ist jetzt nicht meins, aber egal. Wir haben hier Apokalypse. Da müssen wir alles essen, was wir finden. So, mach auf. Das ist fertig. Die Quest ist fertig. Jawohl. Zweier Messer. Können wir verkaufen. Der Finger wieder gezammelt. Macht das Ding auf. Ich muss sagen, unsere Spitzhacke, die hält verdammt lang jetzt. Muss ich sagen. So, hier können wir nochmal. Bum, 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 badam, bum, badam. So. Sehr gut. Mehr Anzeigen, dann können wir jetzt gleich den Kommentar vom Unicorn lesen. Der hat auch noch was zum Ton geschrieben. Ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt. Ich habe jetzt schon 2-3 Mal gesagt, was ich gefunden habe. So, der ist 2. Verändern, raus damit. Weg damit, rein damit. Hat er jetzt schon 2er hier? Hat er, perfekt. Oder die Taschenmod noch reintun. So. Dankeschön. Haben wir das. Unicorn schreibt, hier auch wieder mal Tonaussetzer am Anfang. Kann es sein, dass ein Kabel einen Wackelkontakt hat oder musstest du niesen, husten und hast nicht mehr entmutet, was ich weniger denke, da es mitten im Satz abbricht. Ton fehlt von Sekunde 5 bis 3 Minuten 30. Bin erst bei Minute 6, werde den Kommentar ergänzen, falls es später nochmal auftreten sollte. Ich glaube, es ist nicht mehr aufgetreten, ne? Ich habe es dir auch gesagt, irgendwas beim Rendern frisst den Sound, aber keine Ahnung, was und warum. Mittlerweile habe ich ja was gefunden mit Adobe Premiere 22, 23, 24, 25. OBS ist immer geupdatet worden. Premiere halt nicht. Aua! Und Bein gebrochen. Oder? Ah, sehr schön. Nein, kein Bein gebrochen. Natürlich wieder hier die Kamikaze-Version, was ich mache. So. Vielleicht lag es daran. OBS wurde immer geupdatet, immer die neueste Version, mittlerweile bei 30.2.3. Ich glaube, da gibt es auch schon wieder eine neuere, muss ich mal gucken. Premiere ist halt immer das alte geblieben. Vielleicht lag es daran, dass dann da irgendwie neue Audio-Standards, Codex, was weiß ich, was es da alles gibt, eingeführt wurden. Und das alte Premiere dann Probleme damit hatte, ne? Das sagte, hä, was ist denn das für ein neues Zeug? Kenne ich nicht. Habe ich Probleme mit? Kann ich nicht richtig verarbeiten oder so? Gibt ja nichts, was es nicht gibt. So, auf jeden Fall habe ich gestern die Folge, habt ihr gesehen, die Sunkenland-Folge gestern, die war mit DaVinci Resolve gerendert. Da bin ich noch am Rumprobieren und am Lernen nebenher. Deswegen waren die auch nur in 1080p und 30 FPS. Ja. Sieht ganz anders aus. Hat eine Menge Funktionen, andere Shortcuts und so weiter. Das muss man halt erstmal lernen und sich reinfuchsen. Und die 7 Days-Folge, die letzte von der Warzug, die war halt
mit Premiere, mit dem 25er gerendert. Habt ihr ja gesehen, da war auch kein Soundproblem. Zumindest nicht vom abhakenden Sound. Ja, 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 du mich auch. Hallo! Geh weg, das ist mein Motorrad. Kacknappels, wer ist da? Ach, alles Ferale, kannst du selber machen. Nicht mit einer Machete. Keine Lust drauf. So. Deswegen, heute tue ich beide mit Premiere 25 rendern. Ich hoffe, wir haben keine Soundaussetzer. Wir werden sehen. So, die letzte Biber-Folge auf dem Edrak-Kanal. Übrigens auch. Kommt heute. Dann müssen wir gucken, was wir da machen. Könnt ihr ja, wenn ihr Ideen habt dafür, für so Aufbausimulationen und so weiter, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Hier gucke ich mir das auch an. Für alle, die da drüben auch gucken. So. Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen mehr befüllen und nicht nur eine Folge, einmal die Woche. Steht ein Dreirad mitten auf der Straße hier, ey. Das sieht aus. Oh, Benzin ist jetzt gleich leer, müssen wir auch voll machen. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir noch was? Haben wir 160, nicht viel, aber ein bisschen. Der Sascha schreibt, hallo lieber Ede und alle Edenauten. War wie gewohnt eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Immer gerne. Immer gerne. So, wir gehen immer hier zum Connor. Schützpulver. Okay, danke schön. Zwei Pakete hier. Oder 10.000 Jetons. Ich nehme die Bücher. Stufe 3. 200 Meter. Born by a residence. Aha. Ja, I knew you, bla bla bla. So, müssen wir hier gucken. Gefecht in der Stadt? Nein, war es hier? Wo war das denn jetzt hier? Arbeitsstation. Ein Buch. Haben wir irgendwo noch ein Buch? Das interessiert mich nicht, was du laberst. Halt die Klappe. Na. Tools Diggest, Weagle Adventures, nein, nix. Just get the fuck out of here. You're not a pal. You got taste. Prove it. There's always tomorrow. Ja, nix. For the armed and dangerous. Raider Joel's is your one-stop shop for all things armor. Okay, no pressure to buy, but you might want to consider. If you got the dukes, I'll make the need some relief. Ja. Ich brauche doch nur ein Forge Ahead Buch. Aber gibt's nicht. Nee, hast du eben nicht. Nix. Ja, nix. Boo. Wendy Tester Burger. Boo. So, Mamika schreibt: Mal wieder Stummfilm und nur spielen. Lol. Nein, nur 3 Minuten. Der Rest war kein Stummfilm. Aber wenn ihr das so toll findet, kann ich auch mal eine Folge einfach komplett aufnehmen, ohne einen Ton zu sagen. Miau. Ja, das gefällt mir, ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. So, müssen wir noch gucken. Was wollte ich? Aufmachen hier. Danke. Danke. Jagdgewehrqualität 2. Jawohl. Die kannst du dann kaputt machen. Die will sowieso keiner. Den Pinsel auch. Braucht keiner. Gibt ein bisschen Holz. Ja, und den Rest darf ich wieder wegräumen, so wie es aussieht, wa? Da, da, da. Hüpf, hüpf, hüpf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Immer noch kein Dach hin drauf, aber jetzt können wir langsam mal anfangen, hier mit dem Dach zu arbeiten. Ne? Ist die Frage, machen wir hier Flachdach drauf oder machen wir hier steiles Dach drauf? Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber nicht heute. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit und noch ein schönes Wochenende. Bye, bye.